In den Medien wird chronisch versucht, Schweden ist doch schlecht, es sind viel mehr als woanders gestorben. Das probieren sie alle 3 Monate und es klappt einfach nicht. Zweitens, die Übersterblichkeit. Letzte Woche SVZ, 26 Tote in Mecklenburg-Vorpommern, das ist Tageshöchstwert. So ein Unsinn. Es wird nicht verglichen mit den letzten Jahren, es wird gar nicht verglichen, es werden nur Tote an die Wand gemalt. Wenn man es richtig untersucht, wie man da bei Reitschuster und anderen nachlesen kann, es gibt keine Übersterblichkeit, es sterben nicht mehr Menschen als in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt. Das ist nicht so. Diese Toten, die sie da an die Wand malen, die haben nur einen Stempel Corona drauf, sonst gar nichts. Das ist der einzige Unterschied. Na, wenn das so ist, dann müssen wir was anders uns ausdenken. Und dieses ist die Mutation. Viren mutieren ganz schrecklich, ganz grausam. Kann jemand den Box mal hier wegdrehen? Natürlich mutieren Viren. Das macht auch jedes Grippevirus. Aber dass das dann deswegen ein plötzlich wahnsinnig gefährliches Ding sein muss, das ist überhaupt nicht gesagt. Und reine Spekulation eignet sich aber zum Angstmachen. Vor allem, wenn man es in dem Satz nach den 26 Toten erwähnt. Das nächste ist Portugal, Portugal. Also Portugal ist jetzt das Italien von 2021. Ich habe keine Lust mehr. Ehrlich gesagt, ich renne dauernd hinterher und versuche diese ganzen Lügengebäude zu entkräften. Aber manchmal muss man einfach nur zurücklehnen und abwarten. Wir sollten uns auf Deutschland konzentrieren und hier sind die Zahlen eindeutig. Da können wir in Ruhe dann ungefähr übernächsten Monat die neuesten Horrormeldungen aus Portugal analysieren. Hallo Schwerin, ich grüße euch. Wie schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte euch gern motivieren, bis zum Schluss dabei zu bleiben, denn es wird noch nachher Professor Pfosten auftreten, der uns auch schon im Dezember sehr erfreut hat. Leider ist sein Auftritt jetzt ganz am Anfang verhindert worden. Und es gibt auch noch 2, 3 andere Redner, ich möchte auch noch gern was sagen. So, also bleibt gerne bis zum Schluss. Und jetzt machen wir erstmal noch unsere Runde. Ich sag euch noch mal eine Parole zusätzlich, die wir auch schon im Dezember geübt haben und die gut angekommen ist. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch, Pandemie, beendet. Lockdown, beendet. Testen, beendet. Impfungen, beendet. Angstpropaganda, beendet. Und Fernsehen und Demokratie retten, Kinderrechte, retten. Bildung, retten. Gaststätten, retten. Kulturschaffende, retten. Mittelstand, retten. Selbstbestimmung. Retten. Jawohl, dann ziehen wir langsam los. Gerechtigkeit. Ja, aber was ist Gerechtigkeit? Ist es gerecht, wenn eine politische Klasse im Bundestag einer Mehrheit der Bevölkerung aufoktroyieren kann, wie sie sich verhalten haben, wie sie mit ihren Menschen umgehen müssen? Ist es gerecht, dass alte Menschen, die ihr Leben lang die Sozialsysteme eingezahlt haben, mittlerweile auch hier in Schwerin in den Papierkörben, Müllcontainern nach Flaschen suchen müssen, weil ihre Rente nicht ausreicht? Und ist es gerecht, dass Pädophile, Kinderschänder ganz geringe Haftstrafen bzw. freigesprochen werden? Oder hat das System? Gerechtigkeit ist also meist subjektiv
und oder zentral gelenkt. Nach vielen Gesprächen ist dann bei mir die Einsicht gereift, dass anstelle der Gerechtigkeit die Wahrheit wesentlich besser zum Dreiklang passt. Und deswegen stehe ich heute hier für Frieden, Freiheit und Wahrheit. Danke. Und um bei der Wahrheit zu bleiben, wir gehen jetzt gleich eine Runde, dann kommen wir zurück. Und dort werde ich noch einen kleinen Redebeitrag haben dürfen, in dem ich auf Propaganda zurückgreifen muss, um ein Bild euch, den neuen Sympathisanten und auch den zukünftig Erwachenden aufzuzeigen. Aber auch für die alten Hasen wird was mit dabei sein. Denn es ist ja nicht umsonst, dass wir hier für Frieden und Wahrheit einstehen. Danke und ich gebe an Panja für die Ordnung.